Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Die erste Runde im DFB-Pokal steht an. Ihr seht es, ich habe 6 Partien prognostiziert. Einige gingen sowieso nicht, weil das dann Amateurmannschaften waren, die es bei FIFA eben nicht gibt. Aber teilweise, ja, ich hatte einfach nicht Lust, 10, 12, 15 Spiele zu machen. Ich habe mich jetzt auf ein paar konzentriert. Seid nicht enttäuscht, wenn eure Mannschaft nicht dabei ist, beziehungsweise nehmt mir das dann zumindest nicht übel. Jetzt geht's aber los mit dem ersten Spiel. Osnabrück gegen Werder Bremen. Viel Spaß und danke fürs Reinschalten. DFB-Pokal an der Bremer Brücke. Der VfL Osnabrück hat den SV Werder Bremen zu Gast. Zwei Absteiger. Osnabrück jetzt in der dritten, Werder Bremen in der zweiten Liga, aber von diesem Klassenunterschied war zunächst erstmal überhaupt nicht zu sehen. Sebastian Klaas in der 9. Spielminute mit dem 1:0 für den VfL Osnabrück. Albtraumhafter Start für den SVW. Was war da denn bitte los? Aber Bremen schüttelte sich und konnte dann auch ins Spiel mit einsteigen. Eggestein mit dem Ball auf Niklas Schmidt. Niklas Füllkrug. 1:1, 16. Minute. So schnell ging es dann. Der Ball in den 16er, der Abschluss ins kurze Eck und der Ball schlägt ein. Werder Bremen übernahm das Kommando. Josh Sargent dringt in den Strafraum ein, legt den Ball nochmal zurück. Schmidt aus der zweiten Reihe, eine super Abnahme. Dropkick da und eine super Parade von Kühn. 1:1 zur Pause, das war das gerechtfertigte Ergebnis. Osnabrück aber musste sich nun wieder steigern, weil Werder Bremen weiterhin stärker wurde. Osako, Maximilian Eggestein, Romano Schmid und Kühn. Der konnte sich hier wirklich auszeichnen, wurde gut beschäftigt. Zeigte dann aber auch tatsächlich die ein oder andere richtig gute Parade. Werder Bremen erhöhte aber nochmal den Druck. Osako lupft den Ball in die Mitte. Josh Sargent setzt sich im Kopfballduell durch gegen Traoré. Ist alles mit regelkonformen Körpereinsatz abgelaufen und deswegen 2:1 für Werder. 90. Minute, Osnabrück nun geschlagen. Füllkrug mit der endgültigen Entscheidung in der letzten Minute. 3:1 der Sieg für den SV Werder Bremen. Anfangs besonders taten sie sich schwer, gingen mit einem 1:0 in Rückstand, drehten das Spiel und setzen sich auch unter dem Strich verdient durch und ziehen in die nächste Runde ein. Magdeburg ist gut in die dritte, der FC St. Pauli gut in die zweite Liga gestartet. Und im Pokal, da tun sich die Gäste traditionell schwer. Hier hatten sie aber eine vernünftige Anfangsphase. Der erste FC Magdeburg aber auf keinen Fall zu unterschätzen. Trotzdem, die erste richtig gute Möglichkeit gehörte dem FC St. Pauli. Gute Parade aber von Reimann, der hier schnell genug zur Stelle ist. Bei Magdeburg besonders Baris Artig im Fokus, ein richtig starker Spieler, aber auch andere konnten auf sich aufmerksam machen. Obermeier mit dem Kopf hier im Strafraum nach dem Freistoß aus der linken Flankenposition. Dennis Marsch, der DFB-Pokalkeeper beim FC St. Pauli, aber ist zur Stelle. Kurz vor dem Seitenwechsel noch einmal der Drittligist. Ein Klassenunterschied war hier tatsächlich nicht zu erkennen. Kai Brünker. Aber Smash mit der Parade. 44. Spielminute. Die Magdeburger machten hier wirklich einen richtig guten DFB-Pokalabend am Samstag zu ihren Gunsten. Aber fielen noch keine Tore. 0:0 nach 45 Minuten. Der FC St. Pauli, er geriet hin und wieder mal in Schieflage. Dann dieser weite Schlag. Überlistet die komplette Verteidigung. Kai Brünker ist da und macht das 1:0. 50. Minute. Magdeburg in Führung.
Und es zeigt sich mal wieder im DFB-Pokal, tut sich der FC St. Pauli vor allem gegen Drittligisten unfassbar schwer. Jetzt musste von den Braun-Weißen aber auch was kommen. Rico Benatelli, Burgstaller. Kieré kommt nicht durch. Kieré noch einmal versucht es da. Aber Reimann hat dabei wirklich keine Probleme. Eine seiner leichteren Übungen. Die Zeit lief davon. Wir springen in die 90. Spielminute. Nochmal der FC St. Pauli. In die Verlängerung wollten sie sich schon retten. Kieré findet Guido Burgstaller. Aber auch der bekommt den Ball nicht über die Torlinie. Und so passiert es mal wieder. Der FC St. Pauli fliegt in Runde 1. Magdeburg gewinnt hier in der heimischen MDCC Arena. Sind sie unfassbar stark und das haben sie hier unterstrichen und gehen als Sieger vom Platz. Der SVW in Wiesbaden gegen Borussia Dortmund, eine mehr als eindeutige Geschichte mit klaren Vorzeichen. Dortmund in den weißen Trikots wollte hier auch tatsächlich überhaupt nichts anbrennen lassen. Erste richtig gute Chance nach 4 Minuten, Dahoud. Der Ball konnte aber erstmal pariert werden. Doch dann kam es richtig dicke auf das Gehäuse der Wiesbadener. Dortmund mit hohem Druck. Dahoud, der Ball zu Malen. Daniel Malen in der 9. Spielminute. Ein super Pflichtspieldebüt für den neuen Stürmer. Heute mit Haaland zusammen in der Spitze. Und Malen, der hatte richtig Spaß. 31. Minute, 2:0, Wien Wiesbaden kam überhaupt nicht klar. Und Dortmund spielte nicht mal in vollem Tempo, machte aber immer wieder solche genialen Momente zu Torchancen und auch zu Toren. 40. Minute, Haaland mit dem Lupfer von Malen. Was für ein Duo, das könnte für die Bundesliga-Saison richtig interessant werden. Und wieder diese Kombination und wieder dieses Tor. 43. 0:4, es wurde wirklich richtig bitter. Ein toller Abschluss aus knapp 16 Metern. 4 Tore von Malen. Ein unfassbarer Einstand tatsächlich, aber Wien Wiesbaden ließ es auch so ein bisschen über sich geschehen. Und wieder Haaland, diesmal aber auf Marco Reus, der ist aber nicht weniger kalt vor dem Kasten. 0:5 in der 50. Spielminute. Da konnten einem die Wehener fast leid tun. Stunde gespielt, dann auch mal was von den Gastgebern. Thiel mit der Flanke, Akanji verlängert unfreiwillig zu Rieble und dann kann sich auch Gregor Kobel mal auszeichnen. Der neue Keeper beim BVB. Das ist eine gute Reaktion. Schnell unten kommt vom VfB Stuttgart und hat gezeigt, weswegen er jetzt beim BVB zwischen den Pfosten stehen darf. Aber unter dem Strich war es dann doch wieder diese klare Sache. 0:6 in der 73. Minute. Bemerkenswert. Nicht unbedingt die Anzahl der Tore, sondern wer sie schoss. Das war zum 5. Mal Daniel Malen. Ein super Einstand einfach. Und es war noch nicht vorbei. Dahoud, Malen, 0:7, 81. Minute. Und da kann man dann auch sauer werden als Fan des SVW in Wiesbaden. Und der Trainer Rüdiger Rehm, der dürfte auch nicht sonderlich begeistert sein. Das war tatsächlich eine Auflösungserscheinung und so heftig muss es doch eigentlich nicht sein. Marco Reus, 0:8, 86. Minute, aber zur Beruhigung aller, das war es dann jetzt tatsächlich. Und trotzdem eine Blamage für Wien Wiesbaden. Im heimischen Stadion unterliegen sie dem BVB mit 0:8. Ein unfassbarer Pokalabend. Der SV Waldhof Mannheim im Duell mit Eintracht Frankfurt. Ein Traditionsduell hier im Karl-Benz-Stadion. Die in weiß gekleideten Frankfurter aber machten es stark und wurden ihrer Favoritenrolle zunächst erstmal gerecht. Raphael
Boré, der neue Mann in der Spitze, soll André Silva weitgehend vergessen machen, auch wenn das relativ schwierig werden könnte. Hier aber mal mit einer Kostprobe. Viertelstunde gespielt. Mannheim kam hinten kaum mal raus. Rafael Boré, starker Pass zu Armin Younes. 0-1, 16. Minute. Der Freistoß kommt postwendend zurück. Das bestraft sich. Und Frankfurt in Führung. Mannheim hatte wirklich Probleme und Frankfurt hatte richtig Spaß am Fußballspielen. Rafael Boré, 37. Minute, 0-2. Vorentscheidung wäre vielleicht zu viel, aber das war so eindeutig, dass Mannheim hier nochmal zurückkommen würde. Damit war nicht wirklich zu rechnen. Sie mühten sich, aber es ging einfach nicht viel. Frankfurt machte stark. Und der neue Trainer Glasner ließen sie auch nach hinten nichts anbrennen. Und nach vorne konnten sich dann auch andere Neuzugänge wie Christopher Lenz hier nochmal beweisen. Im Strafraum aus Spitzenwinkel. Aber Königsmann darf auch mal einhalten. War bei den Gegentoren eher in der machtlosen Position. Vor allem aber hier, wenn der Ball am Innenpfosten einschlägt. Rafael Boré mit dem rechten Fuß hat dann das Auge und platziert den perfekt. Bisschen Glück natürlich auch dabei. Keine 20 Minuten mehr zu spielen. Ein harter Rafael Boré noch. 0-4, vielleicht ein Tor am Ende zu hoch, aber Waldhof Mannheim kam einfach nicht nach vorne. Ein Tor hätten sie nicht verdient gehabt und Frankfurt mit Boré haben sie wohl einen gefunden da vorne in der Spitze. Starker Auftritt der Frankfurter, klarer Einzug in die nächste Runde. Braunschweig gegen den HSV und Braunschweig. So schlecht kann man eigentlich gar nicht in die Liga starten, aber sie haben es irgendwie hinbekommen. In der dritten Liga zuletzt hagelte es ein drastisches 0-4 gegen Aufsteiger Viktoria Berlin. Hier im eigenen Stadion der HSV mit 4 Punkten nach 2 Spielen doch ganz gut bedient. Und so auch hier der HSV selbstbewusst. Glatzel zu Bakariyata und nach einer Viertelstunde stand es 1-0. Für die Gäste und es drohte das nächste Debakel für die Eintracht. Aber der HSV ließ etwas nach und Braunschweig fightete sich rein. Kobylanski, Ihorst und Heuer Fernandes mit einer tollen Parade. Im letzten Jahr gab es hier einen Sensationssieg aus Braunschweiger Sicht gegen die Hertha. Ein Torhagel gab es da. Hier gegen den HSV konnten sie mittlerweile auch wieder so ein bisschen was entfachen. 45. Minute, dann auch das 1-1. Benjamin Goetz noch vor dem Seitenwechsel, in dem Fall Heuer Fernandes, vollkommen machtlos. Durchgang 2, der HSV wieder besser. Jonas Meffert kommt erst nicht durch, aber Ludovic Reis setzt noch einmal nach. Reis, super Pass zu Glatzel und der kommt zentral vor dem Kasten zum Abschluss. Den trifft er nicht optimal. Jasmin Fejsic noch verdeckt, dieser Schuss. Deswegen auch machtlos. Es war das 2-1 für den HSV. Aber Braunschweig mühte sich nochmal. Henning mit dem Ball auf Martin Kubilanski. 84. Minute. Das 2-2. Der Ball von Brian Henning. Der segelt da durch den 16er. Heuer Fernandes kommt raus. Dann muss er ihn haben. So geht es mit 2-2. In die Verlängerung und der HSV, er hatte schlimme Visionen vor dem geistigen Auge, aber sie machten es gut, behielten die Ruhe. Jonas Meffert sehr aktiv, Reis, Kinsombi, Kittel kommt erst nicht durch, Nicolau und Fejsic regeln es dann relativ souverän. Aber der HSV ersetzte nochmal nach, weiterhin der erste Durchgang der Verlängerung, Ludovic Reis. Bakariyata, Reis hat das Auge für den völlig freistehenden Robert Glatzel und der schlägt zu in der 105. Spielminute. 3-2 für den HSV und die Braunschweiger, sie waren gebrochen, sie kamen nicht mehr zurück und so setzt sich der HSV nach Verlängerung mit 3-2 durch. Glatzel der Matchwinner, toller Fight von Braunschweig und wenn sie so kämpfen, dann wird es sicherlich in der dritten Liga auch wieder besser laufen.
Das Abschlussspiel der ersten Runde des DFB-Pokals, auch traditionsreich. Kaiserslautern gegen Borussia Mönchengladbach. Die Lauterer sehr unzufriedenstellend in die Saison reingekommen in der dritten Liga. Da heißt es ein Punkt nach zwei Spielen. Alles andere als sehr gut. Manche möchten sagen sogar sehr schlecht. Aber was sehr schlecht war, hier erstmal die Defensive. Borussia Mönchengladbach hatte richtig Spaß, hier wieder Pflichtspielfußball abzuliefern. Und das sah man auch Raab mit einer guten Parade. Borussia Mönchengladbach sehr souverän. Lars Stindl zu Markus Thüram. Keine Abseitsposition. 37. Minute. 1:0 für die Fohlenelf. Kaiserslautern war hier qualitativ doch deutlich unterlegen. Und vor dem Seitenwechsel noch einmal Gladbach. Christoph Kramer wird nicht angegriffen. Thüram dreht sich einmal rum um den Gegenspieler. 45. 0:2. Sehr deutliche Verhältnisse hier auf dem Betzenberg. Mit dem 0:2 ging es erstmal in die Kabine. Thüram mit dem Doppelpack. Bislang natürlich Mann des Spiels. Es wurde auch erstmal nicht besser aus Sicht der Roten Teufel. Christoph Kramer mal wieder konnte sich hier spielerisch einbringen. Also das war auch nicht unbedingt zu erwarten. Und Florian Neuhaus hat einen guten Abschluss. Das lässt er hier Kaiserslautern spüren. 16 Meter, ein Übersteiger. Mit dem schwächeren linken Fuß setzt er den Ball dann rein. Aber Kaiserslautern von den knapp 20.000 Fans nochmal angepeitscht. Probierte es nochmal. Zog Mike Wunderlich. 1:3, 58. Minute. Zumindest mal ein Lebenszeichen. Und das erste Tor in dieser Pflichtspielsaison für Kaiserslautern. In den ersten beiden Ligaspielen waren sie noch torlos. Aber es brannte nichts mehr an. Und das war jetzt nochmal überragend gespielt. 4:1. Lars Stindl in der 84. Minute setzt hier der Partie den Deckel drauf. Klares, überlegenes Borussia Mönchengladbach zieht eben in die nächste Runde ein. Kaiserslautern muss sich verabschieden und konzentriert sich jetzt auf die dritte Liga. Jo, das soll es dann mit dieser Prognose wieder gewesen sein. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt auf jeden Fall gesund. Wir sehen uns dann nächste Woche mit der Bundesliga und der zweiten Liga vielleicht auch. Bis dahin und adios.